Herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe vom Pint of Science Event Austria. Wir freuen uns riesig, dass ihr heute dabei seid mit uns. Mein Name ist Walter Kuber und ich bin PhD-Student an der TU Wien im Bereich der Krebsforschung. Ich bin heute Abend in dieser Session der MC, der Master of Ceremony, der euch begleiten wird. Wenn wir so rausschauen, was gibt es Schöneres, als an einem verregneten Abend gemütlich in so einem virtuellen Pub mit euch gemeinsam zu sitzen und neuesten Forschungsergebnissen zu lauschen. Damit wir ein bisschen so dieses Pub-Feeling haben und das Gefühl, gemeinsam an diesem Tisch zu sitzen, macht es euch so richtig gemütlich. Holt euch einen Polster, holt euer Lieblingsgetränk, sei es ein Tee, ein Kaffee, ein Bier, Balinka, was auch immer. Ich habe mich für ein Wiener Hochquellenwasser entschieden, um frisch dabei zu bleiben bei der ganzen Session. Schreibt mir gleich in den Online-YouTube-Chat, was ihr euch gerade gönnt und woher ihr euch zuschaltet. In unserer ersten Session werden wir uns in die Tiefen des Mikrokosmos begeben, um danach auf eine virtuelle, abenteuerliche Raumfahrt in die Weiten der Galaxien zu starten. Davor aber noch ein kurzes Video mit ein paar Worten unserer Direktorin Lisa Resnick, die das Pint of Science Festival nach Österreich gebracht hat. Habt etwas zum Trinken bereit, weil nach dem Video stoßen wir an. Heute ist es soweit. Los geht's mit Pint of Science. Das Ziel von Pint of Science ist, Wissenschaft wieder stärker in der Gesellschaft sichtbar zu machen. Wir wollen die Wissenschaft aus ihrem Elfenbeinturm herausholen und die Bedeutung von Forschung für unsere Gesellschaft hervorheben. Dazu bringen wir 3 Abende lang die Forscher und Forscherinnen der Stadt in die Lokale nebenan. Dort präsentieren sie im gemütlichen Rahmen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und diskutieren deren gesellschaftliche Dimensionen. Unser Publikum braucht dafür kein Fachwissen. Die Vorträge sind an die allgemeine Öffentlichkeit gerichtet und bieten allen die Möglichkeit, mit Wissenschaft in Kontakt zu kommen. So wollen wir gemeinsam die Wissenschaft feiern und wieder für alle greifbar machen. Und natürlich soll das alles auch zeigen, wie viel Spaß wir an der Wissenschaft haben. Das Festival ist 2013 in England gegründet worden und hat sich seitdem in der ganzen Welt ausgebreitet. Inzwischen sind schon 30 Länder dabei. 2019 habe ich die Idee des Festivals auch nach Wien gebracht und von hier weiter in Österreich verbreitet. Dieses Jahr findet es zum ersten Mal statt mit Freiwilligen und Vortragenden aus Wien, Graz und Linz. Und ich hoffe, nächstes Jahr werden es noch mehr Städte sein. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Festival und freue mich auf eure Teilnahme. Prost! Bereit und Prost! Macht es euch gemütlich und lehnt euch zurück. In dieser Session machen wir einen Spagat von Atomen bis zu den Galaxien. Wir zoomen hinein bis auf molekulare Ebene und lernen etwas von Wundermaterialien, um im Anschluss danach etliche Größenordnungen raus in die weiten Galaxien bis zu den schwarzen Löchern zu kommen. Bitte kommentiert im Live-Chat, wenn ich euch Fragen stelle, und interagiert mit uns auch auf @pintofscience.at, auf #Pint21, eben auf Facebook, Twitter und Instagram. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr gerade spazieren geht, irgendwo im Wald oder im Dickicht, und ihr kommt dann irgendwo durch, ohne es zu erkennen, und merkt auf einmal, dass auf einmal so ein Spinnennetz auf euch kleben bleibt und ihr es mit eurem Gesicht einsammelt. Und ihr euch dann denkt, was ist das denn? Und genau dieses Spinnennetz, diese Spinnenseide, werden wir jetzt kennenlernen im ersten Vortrag, wie diese genützt werden kann, um
in der Nervenregeneration zu helfen. Damit sind wir bereit für den ersten Vortrag und unsere Reise im Mikrokosmos mit Aida Nagilu. Bitteschön. Aida hatte während ihres PhDs ihren Fokus auf physikalische Chemie und Materialchemie an der Universität Wien und jetzt an der Medizinischen Universität ihren Fokus auf Biomaterialien mit Nervenregeneration. Schreibt mir eure Assoziationen bitte in den Live-YouTube-Chat. Was fällt euch ein, wenn ihr Spinne hört? Schreibt mir ein bis zwei, drei Worte rein. Und das zweite bitte, schreibt mir ganz kurz in ein paar Worten euer schlimmstes Erlebnis mit Spinnen. Bevor wir aber loslegen, eine kurze Story noch zu Aida, wie, man könnte sagen, so ein Zeichen des Universums gekommen ist während ihres Studiums, was sie später, also jetzt, forschen soll. Und alles begann auf einer Reise nach Italien. Es war der letzte Abend, sie ist gemütlich zu Hause gesessen, wollte sich gerade gemütlich machen und auf einmal spürt sie, der Fuß sticht. Irgendwas war mit dem Fuß, da war so ein Schmerz da auf einmal. Und nach kurzer Zeit ist es rot geworden, so wie eine allergische Reaktion. Es ist angeschwollen, sie konnte nicht einmal mehr draufsteigen. Und naja, wie es halt so ist, an dem Tag war keine ärztliche Versorgung in der Nähe, aber sie wusste, am nächsten Tag ging sie nach Wien zurück, die Nacht wird halb noch funktionieren. Oh, die Nacht war einfach nur schrecklich, bis man da durchkommt. Und dann noch die Fahrt zurück nach Wien. Und es war Sonntag. Der erste Besuch, der war im AKH auf der Notfallambulanz. Gott sei Dank war eine super Ärztin dort, die sofort erkannt hatte, dass es sich wahrscheinlich um einen Spinnenbiss handelt. Hat ihr Medikamente gegeben und kurze Zeit später ging es ihr dann besser. Das heißt, dieser Spinnenbiss hat sie von Italien bis zum AKH gebracht. Dorthin, wo sie jetzt 6 Jahre später, also jetzt, am AKH forscht mit Spinnen. Bitteschön, Aida Nagilu. Danke, Walter, vielen Dank. Auch hallo meinerseits. Ich freue mich sehr, heute euch ein bisschen über unsere Arbeit mit Spinnenseide als ein Wundermaterial in der Nervenregeneration und wie wir diese Spinnenseide als eine Vorlage nehmen für die synthetische Faser zu erzählen. Zuerst einmal, bevor wir mit dem Vortrag anfangen, seid gewarnt, es gibt sehr viele Spinnenfotos in diesem Vortrag. Gut, wir machen ja sehr viel mit Nerven und Nervenregeneration. Und normalerweise, wenn man über Neurowissenschaften redet, bekommt das Hirn die meiste Aufmerksamkeit. Und ich meine, wenn wir uns das Logo von Pint of Science anschauen, das Spielglas hat ja auch nur ein Hirn. Aber das Spielglas braucht ja auch Beine, um gehen zu können. Und braucht ja auch Hände, um alles spuren zu können, um alles anfassen zu können. Und das Ganze ist möglich durch unseren peripheren Nervensystem. Das sind die ganzen Nerven außerhalb von Hirn und Rückenmark, die überall in unserem Körper, das heißt vom Hintern bis zu unseren Fingerspitzen wachsen. Und sie ermöglichen, dass man alles bewegen kann, dass man den Körper bewegen kann und dass man alles fühlen kann. Wie schaut so ein Nerv aus? Der Zellkörper ist hinten im oberen Rücken und das hat so kleine Fortsätze und das nennt man die Dendrite und hat einen langen Vorsatz, das nennt man der Axon. Und wie ihr es hier in diesem Bild seht, der Axon ist so umgewickelt von so einer Schicht. Diese Schicht nennt man Myelinschicht und ist gemacht worden von sogenannten Schwannzellen. Die Schwannzellen sind benannt nach Theodor Schwann, der Wissenschaftler, der diese Schwannzellen zum ersten Mal identifiziert hat. Was diese Myelinschicht macht, es ist so ähnlich wie eine Kabelisolierung. Das heißt, das isolierte Axone hilft sie dabei, Informationen überall in unserem Körper zu verteilen und schützt auch die Axone so ähnlich wie eine Kabelisolierung. Das ist aber natürlich ein gesunder Nerv. Es kann ja zu einer Nervenverletzung kommen. Das heißt, wenn ihr auch in der Küche arbeitet und ganz schlimm eure Finger mit dem Küchenmesser schneidet, ihr könnt auch euren Nerven verletzen. Was passiert nach einer Nervenverletzung? Das ist das Coole beim peripheren Nervensystem. Das kann sich zu einem gewissen Teil selber heilen. Und das heißt, was passiert ist, dass nach der Verletzung muss alles, was nicht mehr mit dem Zellkörper in Kontakt ist, abgebaut werden. Und die Schwannzellen sind dabei echt cool, obwohl sie selber diese Myelinschicht machen, sie wandeln sich in sogenannte Reparaturschwannzellen und sie helfen dabei, alles abzubauen und die Stelle der Verletzung sauber zu machen.
Und dann, was sie machen, ist noch viel cooler. Sie nehmen diesen länglichen Form, sie vermehren sich, das heißt, sie haben da viele Schwanzellen und die sind dann so lang, sie überlappen aufeinander, machen diese Leitschienen, wie ihr es hier seht, das nennt man die Panzerbündner. Und das heißt, die Axone können dann parallel zu diesem Panzerbündner wachsen und sie können dann das Endorgan, was normalerweise ein Muskel ist, wieder finden. Und wenn das erfolgreich passiert für kleine Verletzungen, dann sind wir ganz glücklich, die Myelinschicht ist wieder da und der Muskel ist wieder heil. Aber wenn das nicht erfolgreich ist, das heißt, wenn die Verletzung zu groß ist zum Beispiel, dann können die Axone, diese Panzerbündner, diese Leitschienen nicht finden. Die wachsen dann in alle Richtungen, nicht orientiert und der Muskel kann dann degeneriert werden. Und deswegen, wenn eine Verletzung zu groß ist, muss die Chirurgin eine Behandlung von Nerven ziehen. Was passiert, ist, dass im einfachsten Fall nehmen die Chirurgen beide Enden vom Nerven und sie nähen das wieder zusammen. Das kann aber nur der Fall sein, wenn die Stelle klein genug ist, dass das ohne Spannung passieren kann. Das heißt, wenn das zu groß ist, dann kommt es zu einer Spannung und man kann die Nerven dann nicht mehr zusammennähen. Und deswegen nimmt man eine autologe Nerventransplantation. Und das nennt man autolog, weil man einfach vom selben Körper ein Stück Nerv rausnimmt und das anstelle des verletzten Nerves einsetzt. Und davor nimmt man normalerweise das Sura-Nerv, das ist der Nerv, der zu eurem Fuß geht, damit kann man im Fuß alles spuren. Und natürlich ist das im Vergleich, wenn man zum Beispiel die Hand nicht mehr bewegen kann, im Vergleich zu der Tatsache, dass man in dem Fuß nicht mehr die Socken oder die Füße, die Schuhe spuren kann, nicht so schlimm, aber trotzdem ist es ein Nachteil, weil man einen gesunden Nerv wegnehmen muss. Und hin und wieder passen auch die Nerven nicht zueinander, weil sie vom Durchmesser her unterschiedlich sind. Deswegen, was man macht, ist, dass man Nervenkonduite nimmt. Diese Konduite kann man sich vielleicht wie ein Rohr vorstellen oder vielleicht wie ein Schlauch, weil sie doch ein bisschen flexibler sind. Und die Chirurgen nähen das, diese Konduite, diese leeren Rohren, an beide Enden den Nerv. Und die Nerven und die Zellen können dann gerichtet drinnen wachsen. Das heißt, dieses Wachstum in alle Richtungen kann dann nicht mehr passieren. Und das ist dann gerichtet dort drinnen ein Wachstum. Wie das Ganze aussieht, für die kleineren Stücke von Defekt, nach einer Verletzung muss alles, was nicht mehr mit Zellkörper in Kontakt ist, abgebaut werden. Und wie gesagt, die Schwanzellen helfen auch dabei und machen alles sauber. Und wenn das dann fertig ist, kommt ein Nervenkonduit, man setzt das Konduit rein, die Schwanzellen können dann da drinnen wachsen, diese Panzerbündner machen. Und dann können auch die Axonen parallel zu dem wachsen. Aber wenn das Ganze zu lang dauert, bevor der Nerv den Muskel findet, kann schon der Muskel degeneriert sein. Und das ist dann ganz schlimm. Deswegen, was man macht, für die langen Defekte, nimmt man dann einmal so ein Poolmaterial in den Konduit rein. Das heißt, wir haben dasselbe Konduit sozusagen, ist aber auch länger, weil das Defekt länger ist. Und man gibt drinnen ein Poolmaterial. Dafür kann man auch Faser nehmen. Weil Faser sind ja quasi eindimensional. Das heißt, die Zellen können sich dann nach hinten oder nach vorne bewegen und können dann nicht in alle Richtungen bewegen. Und das ist dann noch einmal ein gerichtetes Wachstum. Davon nehmen wir zum Beispiel Faser von Spinne, das heißt Spinnenseide. Und das ist dann noch mehr Platz, wo die Zellen darauf haften können. Sie können schneller und gerichteter wachsen. Und die Axonen können auch darauf wachsen und den Muskel finden, bevor der Muskel degeneriert ist. Und jetzt werdet ihr fragen, wieso Spinnenseide? Wieso nimmt man die Seide von einem Tier, das eigentlich die meisten Menschen grauslich finden? Naja, die Spinnenseide hat so besondere Materialeigenschaften, dass es eigentlich seit der Antike in Medizin ist. Das wurde damals für die Heilung von Wunden, Schlaflosigkeit und Vergesslichkeit benutzt. Und wir nehmen es ja für die Nervenregeneration, das heißt, wir müssen schauen, dass die Zellen, die für die Nervenregeneration wichtig sind, das heißt, die Schwanzellen gut darauf wachsen oder nicht. Wir nehmen uns dann die Schwanzellen, wir nehmen die Seide direkt von der Spinne, wir wickeln das um so ein Rähmchen herum, wie man es hier sieht, und wir geben dann diese Zellen auf die Seide. Und dann kann man solche Videos machen, das sind Live-Cell-Imaging-Videos. Das heißt, alle 10 Minuten wurde ein Bild gemacht für 24 Stunden und dann kann man sie zusammen stitchen und ein Video schauen. Und ihr könnt sehen, die Zellen sind sehr gut darauf gehaftet. Sie bewegen sich auf die Spinnenseite, sie gehen nur hin und her, also nicht in alle Richtungen, wie wir geredet haben.
und sie fühlen sich sozusagen wohl. Sie fallen nicht runter und es geht ihnen gut auf der Spinnenseite. Aber das ist natürlich nicht nur, ob die Zellen darauf haften und ob sie sich darauf bewegen. Wie gesagt, die Schwanzzellen müssen sich ja auch vermehren, damit sie aufeinander überlappen und diese Leitschienen machen. Und das kann man mit sogenannten Färbungen sich anschauen. Zum Beispiel hier die Zellen, die hier rot sind, haben sich geteilt. Sie haben sich vermehrt und man kann auch sagen, dass nach einer Weile die Zellen können aufeinander überlappen und die Seide unterstützt sie dabei und sie können auch so ähnliche Strukturen wie diese Bands of Bunha, diese Leitschienen machen. Jetzt werdet ihr fragen, okay, wie nehmen wir dann die Seide als eine Vorlage? Davor werde ich euch zuerst eine Frage stellen. Das ist eine Kreuzspinne, die kennt ihr sicherlich vom Garten oder von zu Hause, die sind ja bei uns heimisch. Und jetzt werde ich euch fragen, wie viele Seidenarten hat diese Spinne? Also nicht, wie viele Meter diese Spinne Seide produzieren kann, die können ja viel, aber wie viele verschiedene Seiden kann diese Spinne produzieren? Ist es nur eins, das Netz? Sind es drei, sind es sieben? Oder kann diese Spinne, die bei mir zu Hause wohnt, unendlich viele verschiedene Seidenarten produzieren? Bitte schreibt eure Antwort in den Chat. Ich rede ein bisschen weiter und damit ihr Zeit habt, eure Antwort in den Chat zu schreiben und dann schaue ich mir eure Antwort an. Gut, ich habe ja gezeigt, die Seide ist seit der Antike in Medizin. Die Zellen, die für die Nervengeneration wichtig sind, können darauf haften, sich bewegen, wachsen, es ist alles top. Aber wieso ist dann mittlerweile seit 2000 Jahren nicht mehr der Fall, dass die Spinnenseide schon in der Apotheke als ein Produkt ist? Naja, es gibt Probleme mit der natürlichen Spinnenseide. Zuerst einmal, es gibt nicht genug Spinnen auf dieser Welt, auch wenn das der Fall wäre. Die Seideentnahme ist schwierig. Und noch dazu, die Seide ist eine natürliche Materie, das heißt, es hat natürliche Variabilitäten. Und es ist nicht immer der Fall, aber manche Spinnen sind auch Kannibale. Das heißt, wenn man viele Spinnen haben will, damit man viele Seide nehmen kann, muss man sie einfach beim Spinnenfarm ganz separat voneinander halten. Und auch züchten ist schwierig, weil zum Beispiel das ist eine weibliche Spinne und es ist eine männliche Spinne darauf. Und hin und wieder ist die weibliche Spinne einfach die männliche Spinne. Das heißt, es hat alles Probleme mit der natürlichen Seide. Was ist die Lösung dafür? Wie wir es normalerweise machen, ist, dass wir die Faser einfach selber synthetisch herstellen wollen. Und jetzt kommt dann die große Frage in Nervenregeneration: Welche Materialeigenschaften sollen die synthetische Faser haben, damit sie so erfolgreich sind wie die natürliche Spinnenseide in Nervenregeneration? Weil wir wissen ja, die natürliche Seide so gut, aber für die synthetische Faser, welche Materialeigenschaften ist da wichtig? Um das zu antworten, komme ich zurück auf die Antwort von meinem Mini-Quiz. Wie viele Seidenarten hat diese Spinne? Und ich schaue jetzt, was sie im Chat geschrieben hat. Aha, es gibt sehr viel C, 7, es gibt 3, 1 mit Fragezeichen, nur das Netz. Für alle, die gesagt haben, C, 7, ihr habt recht. Die Kreuzspinne kann bis zu verschiedene Seidenarten haben. Wie ihr es hier seht, jede Seite ist unterschiedlich und jede Seite hat eine andere Funktion und dafür andere Materialeigenschaften. Das heißt zum Beispiel, hier haben wir einfach die Seite Lifeline oder Dragline. Das ist die Außenstruktur vom Netz und die Seite nennt man Dragline, weil die Spinne immer diese Seite hinter sich dragt und wenn sie mal runterfällt, wegen Wind vom Ast runterfällt, kann sie sich dann damit fangen. Wenn ihr auch zu Hause sitzt und eine Spinne von der Decke runterkommt und euch erschreckt, die nehmen diese Dragline um sich runter zu bewegen. Dann gibt es eine andere Art Seide, damit sie ihr Essen reinwickeln und dann gibt es die Seide, damit sie ihr Eier unterstützen. Und das heißt, da die Seiden einfach verschiedene Funktionen haben, haben sie auch verschiedene Materialeigenschaften. Und die Seide ist ja von Spinne zu Spinne anders. Und deswegen haben wir uns gedacht, wie nehmen wir die Spinnenseide als eine Vorlage für die synthetische Faser? Wir machen einfach interdisziplinäre Arbeit mit der Seide. Das heißt, wir nehmen die Seide. Einerseits schauen wir uns die Materialeigenschaften davon an. Andererseits schauen wir, wie erfolgreich die Seide in Nervenregeneration ist, wie gut die Zellen darauf wachsen.
Und dann können wir sagen, okay, wenn wir viele verschiedene Seiten miteinander vergleichen und wir sehen, diese Seite ist am erfolgreichsten, dann können wir sagen, okay, das und das Materialeigenschaften ist das Allerwichtigste für Nervenregeneration und das muss man dann für die synthetische Phase dabei haben. Um das zu machen, haben wir uns in unserem Spinnenraum viele Spinnen gesammelt. Ja, wir haben einen Spinnenraum und jetzt geht die Spinnenvorstellungsrunde. Die goldene Radnetzspinne hat einfach ein goldenes Netz. Die Seide ist wirklich so gelb. Das nennt man Nephila. Und das ist zum Beispiel eine Nephila edulis. Die kommen aus Australien. Die ist übrigens eine meiner Lieblingsspinnen. Sie heißt Billy. Und das ist eine Nephila in Aorta. Und diese Spinne heißt Banana. Dann haben wir die Sprengspinnen. Die kennt ihr wahrscheinlich vom Internet wegen diesen großen Augen und dem flauschigen Körper. Und alle unsere Sprengspinnen sind benannt nach berühmten Athleten. Dann haben wir ein bisschen scary Spinnen. Einmal haben wir die Wolfspinne. Unsere Wolfspinnen sind benannt nach berühmten Hunden von Filmen und Serien. Und die ist meine aller Lieblingsspinne. Sie ist eine Vogelspinne und heißt Jade. Und sie ist wirklich schön. Das nennt man auch South American Pink Toe, weil sie diese pinke Füße haben. Die sind ganz lieb. Und ich habe ja gesagt, die Seide ist von Spinne zu Spinne anders und auch bei derselben Spinne ist es unterschiedlich und das kann man sehen, wenn man sich die Seide anschaut. Die zwei Seiden sind eher ähnlicher, die zwei Seiden sind wirklich unterschiedlich. Die Seide ist viel dünner. Und was kann man dann machen? Man gibt die Zellen darauf und schaut, okay, auch wenn diese Seide viel dünner ist, die Zellen bleiben trotzdem darauf. Aber was passiert, wenn man die Zellen länger darauf hält? Das ist, wo es interessant wird, die drei Seiten waren ganz erfolgreich, die Zellen weiterzuführen. Das heißt, die Zellen sich einfach auf der Seite bewegt. Aber diese Seite ist in Kultur, Kultur ist, wo die Zellen drinnen sind, ist einfach zusammengeklebt worden. Es war flexibler, es war nicht so robust wie diese drei Seiten. Und man kann auch sehen, dass die Zellen sind auch zusammengeklebt. Das heißt, die Seite war nicht so erfolgreich. Und dann haben wir uns, wie gesagt, die Materialeigenschaften auch angeschaut und miteinander verglichen. Und wir haben gesehen, aha, die drei Seiden, die so robust waren in Zellkultur, die haben so eine dicht gepackte Struktur drin. Das heißt, wie die Moleküle drinnen zusammengebunden sind, ist so dicht gepackte Falten, wie man es hier sieht, diese Orangenen. Das kann man sich vielleicht wie ein Fischchen vorstellen, der zusammengefaltet ist. Und das ist dann ganz, ganz fest. Die bleiben einfach ganz fest zusammen. Und diese dicht gepackte Struktur hilft diese drei Seiten, damit sie ganz erfolgreich bleiben und ganz robust bleiben. Aber diese eine Seite, die hat diese dicht gepackte Falten drinnen nicht oder viel weniger. Wie die Struktur drinnen ist, ist ganz random und nicht so gerichtet wie die drei anderen. Und deswegen ist diese Seite so flexibel. Also diese Seite kann man sich so ähnlich wie das vorstellen. Und das war dann so ein Aha-Moment, wo wir von der natürlichen Spinnenseide gelernt haben, was wir für die synthetische Faser brauchen. Das heißt, wenn wir synthetische Faser herstellen, brauchen wir auch diese dicht gepackte Struktur. Und da bin ich schon am Ende meiner Zeit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich will mich auch bei unserem Team bedanken, Professor Radke, die vier Studenten, Flavia, Lorenz, Max und Sarah, besonders Flavia und Max, die mir diese coole Animationen gegeben haben. Und wir machen auch andere Arten von Wissenschaftskommunikation. Spiders and Nerves ist unser Instagram-Account. Und ihr könnt uns folgen und einfach coole Bilder von Zellen und von Spinnen anschauen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diesen spannenden Vortrag, Aida. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Bitte direkt in den Chat und ich werde sie weiterleiten an Aida und sie fragen. Sei es inhaltlicher Natur, wie so ein Alltag bei ihr ausschaut, wie sie dazu gekommen ist oder wie es weitergeht. Ich finde es extrem cool, wie begeistert du von den Spinnen bist. Du könntest in Australien irgendwo sein und die giftigsten Spinnen können sein und sagst, Ma, bist du lieb. Also Hut ab, ich finde das echt cool. Ja, mittlerweile, wenn ich an mir ein Spinnennetz einschaue, bin ich auch immer sehr begeistert. Dieses dramatische Erlebnis von Italien hat sich dann gewandelt. Ja, ja, absolut, ja. Sehr cool. Dann schauen wir mal die erste Frage, ob eine erste Frage schon da ist. An Anju. Sehr gut. Katja fragt, wie schnell muss das erfolgen? Kann man Jahre nach der OP mit der Spinnenseide regenerieren
oder wäre das zu spät? Zeit ist wirklich ein entscheidender Faktor in Nervenregeneration. Wenn die Nerven, also wenn die Behandlung nicht gleich passiert, ist der Muskel dann degeneriert und das ist dann zu spät. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man nach einer Nervenverletzung gleich behandelt, gleich zum Arzt geht und die Konduite mit Nerven, also die Nervenkonduite mit Spinnenseile drinnen, muss dann gleich eingesetzt werden. Ansonsten ist es zu spät für den Muskel, ja. Dankeschön. Gut, eine weitere Frage. Wie von Chunky Monkey. Wie weiß man, welche der 7 Seidenarten man bekommt? Wie bekommt man sie überhaupt aus der Spinne heraus? Okay, eine sehr gute Frage. Die Spinnen haben ja diese verschiedenen Seiden. Und diese Seiden werden einfach in verschiedene Drüsen produziert. Das heißt, die Spinne hat da hinten an ihrem Körper, so, man kann sich das wie Löcher vorstellen. Und da drinnen ist dann so ein Pouch sozusagen, wo eine Flüssigkeit drinnen ist. Und dann hat die Spinne 7 von diesen Pouches, wo die Flüssigkeit drinnen ist. Und die Spinne nimmt dann die Seide von jedem von diesen Drüsen raus. Und das heißt, von jeder Drüse kommt eine andere Art Seide raus. Und wenn man dann zum Beispiel eine bestimmte Seide will, zum Beispiel wenn man die Dragline-Seide will, muss man dann wissen, von welcher Drüse man das rausnehmen muss. Und das kann man eigentlich sehr gut unter dem Mikroskop sehen. Aber wenn man einfach so eine erfahrene Hand hat, weiß man auch, okay, wenn ich die Dragline-Seide mir nehmen will, dann muss ich da und da und dann kann ich das einfach rausziehen. Und die Dragline ist eh ganz einfach, weil, wie gesagt, die Spinne dragt diese Seide immer hinter sich. Man kann es einfach direkt von der Spinne nehmen. Wie bekommt man sie überhaupt aus der Spinne heraus? Das ist abhängig vom Spinnenort. Manche unserer Spinnen sind einfach so sozusagen gechillt, zum Beispiel die Vogelspinne, obwohl die so scary aussieht. Man nimmt sie einfach, man setzt sie irgendwo, man geht mit der Pinzette hinter, nimmt die Seide und die sitzen einfach und wir haben dann ein Gerät, das sich so bewegt und nimmt die Seide auf die ganze Zeit und die Vogelspinne sitzt einfach. Manche andere Spinnen muss man sozusagen fixieren. Das heißt, man gibt sie dann ganz leicht unter einem Tuch und ein Teil von dem Körper ist dann draußen. Und dann geht man mit der Pinzette, nimmt man die Seide und danach kriegen sie immer ein Leckerli und sind sie glücklich. Wow, ich habe mir nicht gedacht, dass man Spinnen so leicht melken kann und dass, ja, dass Spinnen quasi 7 Euter haben. Oh Gott, Wahnsinn, voll interessant, ja, cool. Extrem interessante Tiere, die sind faszinierend, ja. Cool. Auf jeden Fall noch eine Frage von Mariella. Wie würde man testen, ob sie unendlich viele Seidenarten machen kann? Machen sie auch nicht. Die haben nicht so viele verschiedene Proteine drinnen. Also diese Flüssigkeit, was in der Körper von der Spinne drinnen ist, sind eigentlich Proteine. Und Proteine sind so große Moleküle, die von kleineren Molekülen gebaut wurden. Und in diese kleineren Moleküle ist immer Stickstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff dabei. Und die haben nicht so viele verschiedene Proteine drinnen. Das heißt, die haben dann wirklich basierend auf ihrer Art eine bestimmte Anzahl von Proteinen. Und von jeder von diesen Drüsen kommt dann eine Art Protein raus. Das heißt, eine Art Seide. Und das unendlich war einfach ein Scherz von mir sozusagen. Dann müsste sie auch unendlich viele Euter haben, das wäre ja, oder Drüsen. Ja, das wäre ja auch. Ja, ist auch der Fall, ja. Okay. Die können verschiedene Seiten haben. Cool. Vielen Dank, Aida. Super. Hey. Dankeschön. Hey. Jetzt machen wir eine kurze einminütige Pause, damit ihr Zeit habt, euer Glas nachzufüllen. In der Pause zeigen wir euch ein kurzes Video von unserem Partnerprojekt Touch. Und in diesem Partnerprojekt kann man sich das vorstellen, aus verschiedenen Strömen, aus der Kunst, Wissenschaft, ist ein sogenanntes Touch-Team entstanden, das sich damit beschäftigt, aus der Neugierde heraus, wie der Verhaltenskodex bei der Begrüßung nach der Pandemie aussehen soll. Man nennt es dann Social Touch quasi. Und das zeigen wir euch in einem kurzen Video.
Jetzt verlassen wir den Mikrokosmos und sind bereit für eine Raumfahrt in die Weiten des Universums zu den schwarzen Löchern mit Associate Professor Daniel Grumiller am Cockpit. Bitteschön. Daniel Grumiller leitet am Institut für Theoretische Physik an der TU Wien eine Forschungsgruppe im Bereich schwarze Löcher und dem holographischen Prinzip. Bevor aber der Countdown läuft, bevor wir jetzt abheben, schreibt mir noch in den Chat, was assoziiert ihr, was fällt euch ein, wenn ihr hört schwarzes Loch? Woran denkt ihr sofort? Was mir sofort einfällt, ist, dass ein schwarzes Loch alles verschlingt. Das Licht alles. Es zieht alles an. So wie in diesem berühmten Flachwitz, wo sich zwei schwarze Löcher am Abend weggehen, sagt das eine zum anderen, Schatz, was soll ich heute anziehen? Sagt das andere schwarze Loch, alles. In diesem Sinne, bevor wir loslegen, noch ein kurzer Fun Fact zu Daniel Grumiller. Wie ein Gratis-Buffet in Daniel den Funken der Motivation, Physik zu studieren, entfacht hat. Alles hat begonnen, weil Daniel wusste nicht, bis zur schriftlichen Matura, dass er Physik studieren möchte. Und er hat gehört, dass bei der Vorausscheidung der Physik-Olympiade es ein riesiges, köstliches Gratis-Buffet gibt. Und er hat sich gedacht, da muss er doch seine zwei besten Freunde dazu motivieren, hey, schau mal hin, das klingt ja voll cool, da müssen wir hin. So haben sie sich halt beworben, sind aber gleich hin zur Vorausscheidung. Und ja, es hat sich ausgezahlt, weil Daniel unter das Buffet gekommen ist und es war ein richtiger Traum. Und weiters ist er unter die fünf Besten gekommen in der Vorausscheidung und hat es geschafft, weiter zur österreichischen Physik-Olympiade. Da wusste er nach der Teilnahme, Physik ist mein Weg. Ich gebe weiter an Daniel Grumiller. Bitteschön. Ja, danke Walter und Prost an alle. Und danke auch an Lisa, dass wir Teil von dieser ersten Edition von Pint of Science sein dürfen. Ich erzähle euch was über schwarze Löcher und um Fragen anzuregen, habe ich meinen Vortrag auch so organisiert, dass ich fünf Fragen stelle, die ich beantworte und ihr könnt dann weitere Fragen stellen. Die erste Frage ist gleich die sozusagen existenziellste aller Fragen, nämlich gibt schwarze Löcher wirklich? Also zum ersten Mal darüber nachgedacht hat man so im 18. Jahrhundert, aber so wirklich abgehoben hat die Forschung erst so ab den 1960ern. Und was, glaube ich, sehr viel dazu beigetragen hat, dass das so von Interesse geworden ist, auch in der Bevölkerung, ist einfach der coole Name. Schwarzes Loch, das klingt mysteriös und hat diverse Filme, Science-Fiction-Romane und auch Spiele angeregt, zum Beispiel wie bei dieser Pokémon-Karte hier. Es ist aber nicht leicht, sich zu veranschaulichen, was ein schwarzes Loch ist, weil wir bis vor kurzem kein Bild hatten. Also vor einem Jahrzehnt war das Beste, was ich zeigen konnte, dieses Gemälde hier. Das ist eine artistische Impression von der Art und Weise, wie man ein schwarzes Loch indirekt sehen könnte. Also was man hier sieht, ist ein Stern, der sichtbar ist und der Stern wird abgesaugt. Also die Masse von dem Stern wird von diesem schwarzen Loch, das in diesem unsichtbaren Teil hier ist, abgesaugt und findet sich in dieser Scheibe wieder. Und diese Scheibe beginnt zu leuchten und das ist das, was man sehen kann von der Entfernung. Was ist jetzt besser als ein Gemälde? Naja, eine Computersimulation. Das sind jetzt echte Daten, unter Anführungszeichen, das sind simulierte Daten. Das ist so, wie ein schwarzes Loch aussehen könnte. Es ist nicht wirklich das Bild eines existierenden schwarzen Loches. Das ist eine Simulation, die vom Physik-Nobelpreisträger Kip Thorne gemacht wurde für den Film Interstellar, den er mitproduziert hat. Und das ist einer der sozusagen wichtigen Protagonisten dieses Films, das ist der schwarze Loch Gargantua. Und was man hier sieht, ist wieder diese leuchtende Scheibe. Nur sieht ihr bei diesem, anders als bei diesem Gemälde aus, die wölbt sich da so nach hinten rauf. Also hier bei dem Gemälde sieht man, wie die Scheibe wirklich ist. Und hier sieht man die Scheibe, wie man sie sehen würde. Was heißt das? Naja, das Licht, das hinter dem schwarzen Loch ist, das kann sich dort nicht verstecken. Also es gibt diesen Spruch, man kann sich hinter einem schwarzen Loch nicht verstecken. Das Licht biegt sich wie bei einer Linse nach vor. Also man spricht auch von Gravitationslinsen. Und das ist der Grund, warum das so aufgewölbt ist. Okay, was ist noch besser als eine Computersimulation? Nein, ein echtes Bild. Nur das war sehr schwierig. Das gibt es erst seit 2 Jahren. Und das ist natürlich bei weitem nicht so scharf und präzise wie diese Computersimulation. Aber immerhin, das ist das erste Bild, das Foto,
kennen die meisten von euch wahrscheinlich, ist vor ein bisschen mehr als 2 Jahren an die Medien gegangen, dass das erste Foto eines schwarzen Loches. Und was man hier sieht wieder, ist diese leuchtende Scheibe. Okay, also wer es genauer wissen will, das ist der Schatten des schwarzen Loches M87, das ist einfach der Name der Galaxie, wo das schwarze Loch ist. Und die ist halt relativ nahe, also 53 Millionen Lichtjahre. Und das schwarze Loch ist eines der eher schwereren, also das ist ungefähr 6,5 Milliarden Sonnenmassen. Die meisten schwarzen Löcher, die wir kennen, sind viel leichter. Die wiegen nur so ungefähr 5 bis 10 Sonnenmassen. Okay, also das war die erste Frage. Gibt es schwarze Löcher? Und die Antwort ist ja, wir können sie inzwischen sogar fotografieren. Aber was ist ein schwarzes Loch? Naja, um das zu erklären, greife ich auf eine Analogie zurück, auf diese Fischanalogie. Das ist ein Bild, was ich immer in meinen Vorlesungen verwende und das hat ein Student von mir mal in diese Grafik hier verwandelt. Also, was ist hier abgebildet? Das hier soll ein Gebirgssee sein und in dem Gebirgssee befinden sich Fische. Das sind diese Dinge, die so wie Alphas und Gammas ausschauen. Und die Fische sind neugierig, die wollen ihre Umgebung erkunden. Das heißt, die schicken irgendwelche mutigen Pionierfische den Gebirgsbach runter und die sollen erkunden, gibt es da interessante Steine, gibt es da was zu fressen, gibt es da irgendwelche Ungeheuer oder andere Gefahren. Und dann sollen sie zurückschwimmen und den Fischen im Teich berichten. Jetzt geht es aber nur so lange gut, solange die Strömungsgeschwindigkeit von dem Bach nicht größer wird als die Maximalgeschwindigkeit von so einem Fisch. Also nehmen wir mal an, dieser Fisch, der wie ein Alpha aussieht, also der Alpha-Fisch, der soll besonders langsam sein. Und nehmen wir weiters an, dass hier bei dieser Linie die Strömungsgeschwindigkeit von dem Fluss so groß wird wie die Maximalgeschwindigkeit von dem Fisch. Das heißt, der Fisch kann bis knapp davor schwimmen und wieder zurück und den Fischen hier berichten, hier gibt es diese und jene Alge, hier gibt es diesen Stein, der schön ist, etc. Aber sobald der Fisch einmal über diese imaginäre Linie geschwommen ist, kommt er nie wieder zurück. Also diese Linie ist eine Barriere, das ist ein Punkt ohne Wiederkehr für diesen Fisch. Das heißt, wenn die Fische ihre Information hier nur von diesem Alpha-Fisch kriegen, dann werden sie bemerken, dass sie den ganzen See und oder den ganzen Fluss bis hierher kartografieren können, aber nichts über diesen Bereich hier wissen. Und sie können verschiedene Hypothesen aufstellen, zum Beispiel, ja, vielleicht ist dieser Fisch hier von irgendeinem Drachen verschluckt worden oder vielleicht ist irgendwas anderes Dramatisches passiert. Eine alternative Hypothese ist, dass vielleicht genau das passiert, was in dem Fall tatsächlich passiert, nämlich, dass der Fisch zu langsam ist. Und um das zu testen, schicken die Fische einen schnelleren Fisch, sagen wir den schnellsten Fisch im Teich, also der so ausschaut wie ein Gamma, den Fluss hinunter, der ist auch unerschrocken, also der hat keine Angst vor diesen imaginären Drachen. Und tatsächlich, der Fisch kann diese Barriere überschwimmen und weil er schneller ist, kann er auch hier noch umdrehen und wieder zurückschwimmen und den Fischen hier berichten und sagen, na, da war überhaupt nichts Dramatisches, der Bach geht hier weiter und da gibt es noch schönere Steine, also es ist eigentlich alles Paletti. Jetzt ist aber so, dass auch für diesen schnellsten Fisch einen Punkt ohne Wiederkehr gibt. Also dieser Bach, der soll einfach immer steiler werden und immer schneller. Und das habe ich hier eingezeichnet. Das ist die Barriere für den schnellsten Fisch. Und da ab diesem Zeitpunkt nicht einmal der schnellste Fisch umdrehen kann, kann auch kein anderer Fisch umdrehen. Das heißt, jeder Fisch, der diese Grenze überschwimmt, kommt nie wieder hier zurück. Das heißt, für die Fische hier oben ist es unmöglich, etwas über diesen Bereich zwischen dieser Barriere und dem Wasserfall zu erfahren. Insbesondere werden die Fische nie herausfinden, gibt es da überhaupt einen Wasserfall oder was ist hinter dieser Barriere. Und wenn Sie die gleiche Fantasie haben wie die Menschen, dann könnten Sie diese Grenze hier schwarzes Loch nennen. Okay, und was entspricht in dieser Metapher jetzt tatsächlich dem schwarzen Loch? Nun, das schwarze Loch ist der Bereich zwischen dem Wasserfall und diesem Punkt ohne Wiederkehr. Der Bach und der Fluss, das ist die ganze Raumzeit, also das Universum. Und die Fische hier oben, das sind die Beobachter, die weit entfernt sind von dem schwarzen Loch, also zum Beispiel wir. Und der schnellste Fisch in unserem Universum, das ist Licht, wird auch oft mit Gamma bezeichnet, oder Gravitationswellen. Das heißt, sobald Licht oder irgendetwas anderes in diese schwarze Lochbarriere hineingefallen ist, ist es für uns für immer verloren und wir erfahren, wir kriegen keine Information mehr von diesem Ding. Interessanterweise ist es aber so, dass für einen Fisch, der da durchschwimmt, nichts Dramatisches passiert. Also wenn ein Fisch in ein schwarzes Loch hineinfällt, dann merkt dieser Fisch unter Umständen das gar nicht. Das heißt, auch für uns jetzt, die wir in diesem erweiterten virtuellen Pub sitzen, könnte es in dem Augenblick passieren, dass wir alle in ein schwarzes Loch hineinfallen und niemand von uns würde es merken. Zumindest zunächst nicht. Trotzdem ist sozusagen das Schicksal besiegelt, wenn man mal in ein schwarzes Loch gefallen wird, weil man dann in endlicher Zeit bei diesem Wasserfall landet und sobald man in die Nähe von dem Wasserfall kommt, wird es unangenehm.
Also bei einem echten schwarzen Loch nennt man den Wasserfall Singularität und das ist ein Bereich im Zentrum des schwarzen Loches, wo Gravitation extrem stark wird. Okay, also das ist die Essenz von einem schwarzen Loch. Das heißt, ihr könnt selber zu Hause in der Badewanne zum Beispiel ein schwarzes Loch produzieren, so wie in diesem Lake Tacoma hier, indem ihr einfach den Stöpsel zieht, dann habt ihr ein schwarzes Loch für Seichtwasserwellen. Also ein schwarzes Loch, in anderen Worten, ist ein Bereich ohne Entkommen. Okay, jetzt die nächste Frage, woraus besteht jetzt ein schwarzes Loch? Alles, was wir kennen, besteht aus irgendwas. Die Planeten zum Beispiel, die bestehen aus schweren und leichten Elementen. Die Sterne hingegen bestehen in erster Linie aus leichten Elementen, so wie Wasserstoff und Helium. Und die gibt es in diversen Größen. Wie sieht das bei schwarzen Löchern aus? Na, die bestehen aus nichts außer Raum und Zeit. Also so wie bei diesem Wasserfall oder bei diesem Bach, sind schwarze Löcher eine gedachte Grenze. Die sind so wie Grenzen auf der Landkarte, die kann man zwar einzeichnen, aber wenn man über die Grenze drüber fährt, merkt man unter Umständen gar nicht, dass man jetzt gerade eine Grenze passiert. Also in der Wirklichkeit ist ja da keine rote Linie, über die man drüber fährt. Und so ist es auch bei schwarzen Löchern. Also man merkt nicht den Zeitpunkt, wo man in ein schwarzes Loch hineinfällt. Man merkt nur irgendwann, wenn man in die Nähe des Wasserfalls kommt, also das Zentrum des schwarzen Lochs, dann wird es unangenehm. Da zerreißen einen dann die Gezeitenkräfte. Okay, und wie groß ist jetzt ein schwarzes Loch? Ja, das hängt davon ab, wie schwer es ist. Je schwerer, umso größer. Die typischen schwarzen Löcher, die wir kennen, die sind erstaunlicherweise recht handlich. Also die sind ein paar Kilometer groß, also so groß wie die Wiener Innenstadt in etwa. Das heißt, obwohl man in der Astrophysik sehr oft mit Riesenzahlen zu tun hat, wenn es um die Größe von schwarzen Löchern geht, dann sind das eigentlich sehr alltägliche Zahlen, ein paar Kilometer. Es gibt aber auch wesentlich schwere schwarze Löcher, so wie das, dessen Foto wir genommen haben. Die können viele Milliarden Kilometer groß sein. Also das galaktische schwarze Loch, dessen Foto wir gemacht haben vor 2 Jahren, das ist in etwa so groß wie unser Sonnensystem. Das ist hier ungefähr maßstabsgetreu eingezeichnet. Okay, bevor ich zur letzten Frage komme, anlässlich des letzten Physiknobelpreises, will ich kurz erklären, wofür diese Herren und Damen den Physiknobelpreis bekommen haben. Roger Penrose hat den Nobelpreis für die Theorie schwarzer Löcher bekommen und Andrea Ghez und Reinhard Genzel für die Beobachtung des schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße. Und ich will in jeweils einem Satz zusammenfassen, was die Bedeutung der Forschung war, für die sie den Nobelpreis bekommen haben. Also in einem Satz hat Roger Penrose die Unendlichkeit endlich gemacht und gezeigt, dass schwarze Löcher eine robuste Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie sind. Ich werde dieses sogenannte Penrose-Diagramm jetzt nicht im Detail erklären. Ihr könnt nachher Fragen stellen, wenn ihr wollt. Aber der Punkt, auf den ich hinweisen will, ist, diese Linie da, die man eingezeichnet sieht, das entspricht der Unendlichkeit. Also die kann man hier einzeichnen. Und Andrea Ghez und Reinhard Genzel haben den Nobelpreis für die Beobachtung für die Entdeckung von einem supermassiven schwarzen Loch im Zentrum unserer Milchstraße bekommen. Also was die gemacht haben, die haben sich die Kepler-Bahnen, also die Umlaufbahnen von Sternen, die man sehen kann, die haben die kartografiert über ungefähr ein Jahrzehnt lang und konnten aufgrund dieser Bahnkurven, aufgrund dieser ganzen Ellipsen feststellen, wie groß die Masse des unsichtbaren Objekts im Brennpunkt all dieser Ellipsen ist und haben herausgefunden, die einzige plausible Erklärung für dieses unsichtbare Objekt ist, dass es sich um ein schwarzes Loch handelt, weil irgendwelche Sterne würde man entweder sehen oder die würden sich vom Platz einfach nicht ausgehen, weil die zu viel Platz brauchen. Okay, das waren die Physiknobelpreise und jetzt zum Ausblick und Überleitung zu Fragen von euch. Eine Frage, die an die aktuelle Forschung anschließt. Warum sind schwarze Löcher interessant für die aktuelle Forschung, insbesondere für Quantengravitation, für den heiligen Gral in der theoretischen Physik? Das liegt daran, dass schwarze Löcher scheinbar paradoxe Eigenschaften haben. Und die kann man wie folgt auf den Punkt bringen. Schwarze Löcher sind eigentlich die einfachsten makroskopischen Objekte im Universum. Die Eigenschaften eines schwarzen Lochs sind vollständig bestimmt, wenn ich euch 3 Zahlen gebe. Die Masse, den Drehimpuls und die Ladung. Es gibt wirklich nichts, was einfacher sein kann. Also die Sonne ist wesentlich komplizierter, zum Beispiel. Das heißt, schwarze Löcher kann man sich vorstellen wie gigantische Elementarteilchen. Andererseits sind schwarze Löcher nicht nur wesentlich komplizierter, wenn man Quantenmechanik berücksichtigt, sondern die kompliziertesten Objekte, die in unserem oder jedem anderen Universum vorstellbar sind. Und das hängt mit einem quantenmechanischen Effekt zusammen, den Stephen Hawking gefunden hat, nämlich dass schwarze Löcher strahlen. Und weil sie strahlen, haben sie auch eine Entropie. Das ist ein Maß für mittlere Information oder für Unordnung.
Und das Erstaunliche ist, dass die Entropie nicht wie das Volumen skaliert. Normalerweise, wenn man die Entropie von irgendeiner Substanz ausrechnet und man macht das Volumen doppelt so groß, wird die Entropie doppelt so groß. Bei schwarzen Löchern hingegen skaliert es nur wie die Fläche. Also das ist die berühmte Bekenstein-Hawking-Formel, dass die Entropie schwarzer Löcher ein Viertel mal der Fläche des schwarzen Loches ist. Und das führt zum Schluss, dass die ganze Information wie bei einem Hologramm an der Oberfläche des schwarzen Loches inkodiert ist. Das heißt, schwarze Löcher sind holographisch und dieses holographische Prinzip ist der erste Meilenstein auf unserem Weg zur Quantengravitation. Okay, damit bin ich schon am Ende mit meinen Fragen und jetzt ist Zeit für die eurigen. Danke sehr. Vielen Dank für diesen super galaktischen, spannenden Vortrag, Daniel. Jetzt habt ihr wieder die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Schreibt uns dabei wieder in den YouTube-Chat und die Fragen werde ich gleich weiterleiten. Ich fand die Fischanalogie genial. Echt spannend. Danke. Cool. Habe ich noch nie gehört. Echt cool. Hängt die Größe der Akkretationsscheibe von der Masse des SL ab? Von Gerhard Czerny. Die Größe der, also die Akkretionsscheibe, das ist diese Scheibe, die man in diesem Bild und auch in dem Foto gesehen hat, in der Computersimulation, die hängt bis zu einem gewissen Grad von der Masse des schwarzen Loches ab, aber in erster Linie von der Masse des Sterns, den das schwarze Loch sozusagen abgesaugt hat. Also je mehr Masse da vorhanden war, umso größer kann diese Scheibe dann werden. Und ich fand auch cool die Assoziationen vorher, unpackbare Gravitation und zwei haben es auch erahnt schon, Mariella und Conny, das Foto vom schwarzen Loch, super. Gut, nächste Frage. Raphael, was ist der White Hole Horizon in der tollen Fischmetapher? Okay, also auf weiße Löcher bin ich nicht eingegangen, aber die sind sozusagen das Zeitumgekehrte von einem schwarzen Loch. Könnt ihr im Spülbecken einfach generieren, indem ihr Wasser einfach ins Spülbecken fallen lässt und dann seht ihr eine flache Region, das ist das weiße Loch und eine tiefe Region. Also bei einem weißen Loch, da muss man raus. Beim schwarzen Loch kann man nicht raus, beim weißen Loch muss man raus. Und der weiße Lochhorizont, das ist nach dem Wasserfall, wenn man sozusagen im unteren Teil des Flusses wieder rauskäme. Aber im wirklichen Universum wissen wir nicht, ob es weiße Löcher gibt und vermutlich gibt es es nicht. Cool, danke. Daniel, wie kann ein schwarzes Loch ein Gewicht haben, wenn es aus nichts besteht? Exzellente Frage. Ja, also das, was ein schwarzes Loch ausmacht, also alles, was da hineingefallen ist, das sammelt sich im Zentrum, also in dieser Singularität. Und das schwarze Loch hat immer noch eine Energie. Also selbst wenn die Grenze materiell aus nichts besteht und wenn zwischen der Singularität und der Grenze des schwarzen Loches nichts ist, ist trotzdem Energie da. Und diese Energie ist das, was wir sozusagen spüren als Gravitation in weiter Entfernung. Interessant. Ulrich Postelmeier, wie lange dauert es, bis ein schwarzes Loch so groß wird? Ja gut, ich weiß nicht genau, was so groß heißt, aber ich vermute mal, es sind die galaktischen schwarzen Löcher. Die galaktischen vorher, schätzen wir. Ja. Also man weiß noch nicht genau, wie galaktische schwarzen Löcher entstanden sind. Das ist immer noch eine Forschungsfrage, die ein bisschen offen ist. Es gibt diverse Mechanismen, die man sich überlegt hat, aber die kurze Antwort ist, man weiß es nicht. Man weiß nicht genau, was funktioniert. Ja. Noch eine Frage von Gerhard. Gibt es theoretisch eine Maximalgröße von schwarzen Löchern oder könnte ein super, super schwarzes Loch einen ganzen Galaxiehaufen aufsaugen? Ja, auf die zweite Frage. Und es gibt keine Maximalgröße. Ein schwarzes Loch kann beliebig groß sein, könnte so groß wie das ganze Universum sein. Es gibt auch keine Minimalgröße, also keine vernünftige Minimalgröße. Ein schwarzes Loch könnte auch einen Nanometer groß sein. Also gibt keine Größeneinschränkungen. Okay. Muss halt ins Universum reinpassen. Cool. Weitere Fragen noch? Ich würde dich gerne was fragen. Wie stellt man sich so einen Forschungsalltag bei dir vor in der theoretischen Physik? Also du kommst rein, ist es eher so, dass du dann berechnest die ganze Zeit, dir was überlegst oder wie stellen wir uns das vor? Ja, also es ist hauptsächlich berechnen, überlegen und 99% der Ideen in den Mistkübel werfen. Das ist der schwierigste Teil, weil man sich ja oft in die eigenen Ideen sozusagen verliebt. Also das Schwierige ist, die Ideen rauszuselektieren, die wirklich gut und überlebensfähig sind und aus denen dann sinnvolle Vorhersagen zu extrahieren. Aber es ist viel Rechnen. Es ist viel Papier und Bleistift, manchmal auch mit Computer. Also Papier und Bleistift, wow. Ja, Rechnung mit Papier und Bleistift, sofern es halt geht, weil es das hilft uns sozusagen besser beim Verständnis. Wir haben noch viele offene konzeptuelle Fragen
Und um die zu lösen, helfen uns nicht unbedingt Computersimulationen. Wir wollen ja wirklich verstehen, wie funktioniert Raumzeit, wenn man Quantenmechanik einschaltet. Und um diese Aspekte zu verstehen, helfen uns Computer noch nicht so wahnsinnig. Mhm. Okay. Habt ihr noch Fragen? Sehr gut. Reikheilung. Wird das Universum in einem schwarzen Loch enden? Ja, wie es genau endet, traue ich mir nicht vorherzusagen, aber es wird in vielen schwarzen Löchern enden und die werden sich irgendwann zerstrahlen, aber das dauert sehr lange. Also es dauert ungefähr ein Kugeljahre, bis sich das schwarze Loch, das wir fotografiert haben, zerstrahlt haben, also ungefähr 10.000 Kugeljahre. Aber das Universum lebt wesentlich länger. Das lebt länger als ein Googleplex-Jahre, also 10 hoch 10 hoch 100 Jahre. Also ja, am Ende des Universums werden wir wahrscheinlich in irgendein anderes Universum tunneln. Aber wie gesagt, das passiert in der fernen Zukunft. Aber ja, es gibt viele schwarze Löcher in unserer Zukunft. Das auf jeden Fall. Das heißt, mal abwarten und wir werden dann weitersehen. Das ja, man müsste es, ich weiß nicht, ob wir das als Zivilisation noch erleben, 10 hoch 100 Jahre in der Zukunft, weil im Vergleich dazu ist die sozusagen jetzige Lebenszeit des Universums ein Augenzwinkern. Hm. Aber ja, wenn das, was wir vom Universum verstehen, richtig ist, dann werden wir irgendwann alle in schwarzen Löchern enden. Cool. Dann, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Können Sie das Penrose-Diagramm erklären von Michael oder ist das zu umfangreich für zwei Minuten? Kann ich erklären? Sieht man mein Bild wieder? Ist das sichtbar oder nicht? Ich kann es auch nur ein Wort. Das ist gleich eingeblendet. Genau, jetzt ist es sichtbar wieder. Okay, ja. Also, was da abgebildet ist, sozusagen die ganze Raumzeit und der Einfachheit halber, also die Zeit geht nach oben. Das heißt, hier unten ist sozusagen die unendliche Vergangenheit, hier ist die unendliche Zukunft und der Raum geht von links nach rechts. Also hier ist sozusagen räumlich unendlich. Und was Penrose gemacht hat, war eine robuste Methode, wie man Raumzeiten, die eigentlich unendlich groß sind, auf etwas abbildet, was endlich ist und wo man aber trotzdem nichts an der kausalen Struktur verliert. Mit kausaler Struktur meine ich, Ereignisse, die vorher oder nacheinander stattfinden, finden auch in diesem Diagramm vorher oder nacheinander statt. Und Licht, das bewegt sich auf Linien von 45 Grad. Und das heißt, man kann in diesen Diagrammen sehr schön sehen, ob es ein schwarzes Loch gibt. Wenn ich zum Beispiel dieser blauen Linie folge, das ist ein Fisch, der in das schwarze Loch hineinfällt oder auch eine Raumfahrerin oder wie auch immer. Und solange man draußen ist, solange man in dem Bereich des Universums ist, kann man Lichtsignale bis ins Unendliche schicken. Also hier ist die Unendlichkeit. Aber sobald man über diesen Horizont drüber gefallen ist, wenn man versucht, ein Signal auf 45 Grad Linien zu schicken, dann enden die unweigerlich in dieser Singularität, also in dieser gezackten Linie oder dem Wasserfall. Das heißt, dann hat man keine Kommunikation mehr mit der Außenwelt. Das heißt, diese Penrose-Diagramme helfen einem einfach zu verstehen, hat eine Raumzeit schwarze Löcher oder nicht? Oder wie viele schwarze Löcher gibt es und was haben die schwarzen Löcher für Eigenschaften? Cool, dankeschön. Super. Eine Frage hätte ich noch, so eine blöde Frage, aber wenn so ein Genie da wäre, so ein Physik-Genie und du ihn was fragen könntest auf eine einzige Forschungsfrage und du würdest sofort eine Antwort bekommen, die dir weiterhelfen würde, was wäre das für eine Frage? Wie funktioniert Quantengravitation? Okay. Das würde dir am meisten weiterhelfen zu dem allen, um weiterzukommen. Das würde mir am meisten weiterhelfen, ja, das ist unser heiliger Gral. Mhm. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis man da weiterkommt. Schwer zu sagen, es gibt immer wieder unerwartete Durchbrüche, aber nachdem sie unerwartet sind, kann man die schwer vorhersagen, wann der nächste stattfinden wird. Also das holographische Prinzip, was ich erwähnt habe, das war schon so ein gewaltiger Durchbruch. Die Idee, dass unser Universum eine Dimension weniger haben kann, als es den Anschein hat, das war schon sehr bahnbrechend für unser Verständnis von Gravitation im Allgemeinen und Quantengravitation im Speziellen. Super. Vielen, vielen Dank, Daniel. Dankeschön. Ja, gerne. Dann werden wir noch kurz Daniel und Aida kurz nochmal auf den Bildschirm rufen. Und jetzt wäre der Zeitpunkt, euch beide zur Bar zu bitten, um euch auf ein Bier oder ein Wein einzuladen. Leider ist es virtuell schwer möglich. Ich hoffe, ihr habt irgendwas zu Hause zum Anstoßen nochmal. Prost euch beiden. Prost. Vielen, vielen Dank für eure genialen Vorträge und diesen Einblick sowohl in dieses Wundermaterial, was man in der Nervenregeneration verwenden kann, als auch das teilweise abstrakte Thema der schwarzen Löcher, das du uns so nahe gebracht hast mit dieser Fischanalogie. Ich fand das extrem spannend beides. Vielen herzlichen Dank euch beide. Habt noch einen schönen Abend, Aida und
Daniel und bleibt gesund. Alles Gute euch. Vielen Dank. Danke euch auch. Tschüss. Ciao. Und ein ganz großes Dankeschön an das Organisationsteam und an alle Beteiligten, ohne die das Pint of Science Festival hier in Österreich gar nicht möglich wäre. Aus dem Organisationsteam Margaret, Joanna, Christoph, aus dem Master of Commands Anju, Producer Max und Direktorin Lisa Resnick. Hallo, stoßen wir auch alle gemeinsam an, bitte. Hebt euer Glas und bitte ihr auch alle. Prost. Prost! Und nächstes Jahr werden wir das in dem Pub alles so nachholen. Ich freue mich riesig. Und natürlich ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch für eure Interaktion. Immer die Assoziationen dazu schreiben, auch die tollen, vielen Fragen dazu, auch die komplexeren Fragen. Vielen, vielen Dank. Im Anschluss in 30 Minuten, in etwa um 19.30 Uhr, geht es weiter mit der nächsten Session mit dem Thema Planet Erde. Wie RNA zur Entstehung des Lebens beigetragen hat und andererseits zu explodierenden Ameisen im Regenwald. Für genauere Infos besucht unsere Homepage auf pintofscience.at oder abonniert den Newsletter. Kommentiert und bleibt mit uns in Kontakt unter dem Hashtag Pint21 oder @pintofscience.at auf Twitter, Instagram und Facebook. Danke, viel Spaß euch noch beim weiteren Festival und bei der nächsten Session. Prost und bleibt gesund!